Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des House of Blessing Freikirche Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du uns als Abonnent auf unserem YouTube-Kanal erhalten bleibst oder auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite hineinklickst. Vielen Dank, Gottes reichen Segen. Jesaja 43 lesen wir zusammen. Ich lese von die Neues Leben bei Bibel. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wow. Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Halleluja. Was für ein Versprechen. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Vers 5. Erster Teil sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Gott sagte, ich bin bei dir. Ich bin deine Erlöser. Ich bin derjenige, den du bei deinem Namen gerufen hast, sagt der Schöpfer von Himmel und Erde, heute zu jeder hier. Es ist nicht wunderbar zu wissen, dass wir können Gott nicht sehen. Ja, das stimmt. Manchmal ist es sehr schwer, ihn zu hören, nur durch sein Wort in meinem Geist höre ich Gott zu mir sprechen. Aber Gott sagt heute Morgen, ich, und das verändert mein ganzes Leben. Weil ich hab was. Ich hab was. Ich habe dich befreit, sagt Gott. Darf ich noch was sagen? Manchmal wollen wir noch etwas tun, diese Befreiung besser zu machen. Sag, Herr, was kann ich noch tun, näher zu dir zu kommen? Er sagt, ich hab dich befreit. Ich hab dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und niemand hier kann heute Morgen sagen, dass meine Sünde war zu groß. Gott konnte mich nicht befreien. Vers 2 sagt der Herr in Jesaja 43, musst du durchs Wasser gehen? So bin ich bei dir.
Jede Situation, ja, der Herr verwendet dir Wasser und auch Feuer, aber jede Situation in unserem Leben sagt Gott, ich bin bei dir. Auch wenn ich zum Einkaufen gehe und ich muss das schwere Sachen ertragen, dann sage ich, ich bin bei dir, ich gebe dir jemand. Ist das nicht wahr? Ich gebe dir jemand. Auch wenn ich zu Hause bin, ich habe eine Sache dort, ich sage, Herr, was soll ich damit? Wie kann ich das losen? Herr, das ist für mich zu groß. Dann sagt er, ich bin bei dir. Mach dir keine Sorge. Loslassen. Loslassen. Sag mal, Herr, das ist meine Sache. Ja, und? Was willst du sagen? Deine Sache? Das gehört mir, sagt Gott. Lass mich zu, bitte, das für dich zu tun. Menschen sagt oft ich. Na, sagt sie, ich sag dir, du kannst mir einfach glauben, sagt die Leute. So schnell und so einfach. Erst später stellen wir fest, dass das leere Worte war. Weil Menschen versprechen, müssen wir so ein bisschen anhalten, sagt Vater, das hat jemand mir gesagt. Stimmt das? Soll ich das annehmen? Oder was sagt dein Wort zu mir? Weil Menschen kann so viele Sachen sagen. Ich verspreche es dir, sagt jemand. Ja, okay, das klingt gut. Aber in der Realität werden wir enttäuscht durch das, was Leute uns versprechen. Warum ist das so? Warum sind wir ständig enttäuscht? Und das ist die Wahrheit. Wenn wir zu Menschen gehen, kommt die Enttäuschung von selbst zu uns. Ich habe gedacht, das war richtig, aber muss ich wieder rausfinden, das war nicht richtig. Psalm 146 sagt das. Hör mal kurz zu. Das ist Gottes Rat an uns heute Morgen durch sein Wort. Verlässt euch nicht auf Leute, die Macht und Einfluss haben. Sie sind auch nur Menschen. Was will Psalm heute Morgen zu uns sagen, wenn wir ein Problem haben? Weißt du, lass uns zuerst zu Gott gehen und sag, Vater, was sagt dein Wort? Und wir haben alle unsere Handys immer dabei. Geh mal auf Google, geh mal, und dann sagst du, ich habe Schmerz. Gib mal Schmerz, gibt es ein Schmerz in Gottes Wort. Und hör mal, was sagt Gottes Wort von Schmerz? Wenn ich mich alleine fühle, sag mal, alleine fühlen im Wort des Gottes. Du wirst was finden in dem Wort Gottes. Warum? Weil Gott spricht mit uns durch sein Wort. Ich muss nicht schnell zu eins gehen. Ich finde mich so, was kannst du mir sagen? Gib mir was. Sag mir was, Mann. Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich nicht so wohl. Wenn ich zu Gott gehe, dann antwortet Gott mir aus seine Wort. Sie sind nur Menschen und können euch nicht helfen. Das müssen wir wissen. Sie können uns nicht helfen. Sie müssen sterben, sagt die Wort Gottes von Menschen. Sie müssen sterben und zu Staub zerfallen. Und mit ihnen vergehen auch ihre Pläne. Wow, ja, die Bürgermeister ist gestorben, dort gehen meine Pläne mit dem Bürgermeister. Ich habe gedacht, ich spreche mit einem Mann, die Macht haben, die auch eine gesehene Person ist, ich habe auch Einfluss, aber er ist verstorben und dort geht meine Pläne mit ihm weg. Wie glücklich aber ist jeder, hör mal kurz zu. Denn der, den Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnung setzt.
auf den Herrn, seinen Gott. Warum? Weil Gott sagte, ich bin bei dir in jeder Situation. Jede Situation. Der Herr hat die ganze Welt geschaffen. Den Himmel, die Erde und das Meer samt allen Geschöpfen. Allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue hat kein Ende. Er steht zu seinem Wort. Und wenn der Herr das sagt zu uns, ich habe dich befreit, dann steht Gott bei seinem Wort. Ein treuer Gott steht bei seinem Wort. Wenn Gott sagt in Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, dann steht Gott bei seinem Wort. Weil das ist die Wahrheit. Weil Jesaja 43,11 sagt es, ich alleine bin Gott. Ich, der Herr, außer mir gibt es kein Retter. Warum dann? Warum dann gehen wir zu Menschen in erster Platz und sagen, bitte helf mir, ich habe ein Problem. So als ob diese Person mich dabei helfen kann. Gott sagt, ich bin bei dir. Du brauchst nicht Geld auszugeben für Spritz, nach Arzt zu fahren. Du brauchst es nicht zu machen. Ich bin da. Ich bin da. Offen mein Wort. Offen mein Wort. Und liest mein Wort in Jesaja 43. Liest da in den zweiten Vers und sagt, ich bin bei dir. Und Vers 5 sagt Gott, lies es mal, das ist in meinem Wort, fürchte dich nicht für eine Situation, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Wie wunderbar ist es heute Morgen. Und es ist, als ob die Wort Gottes uns sagt, hüten Sie sich von Leuten. Mach mal so, lass da ein bisschen Abstand kommen. Wenn du denkst, ja, vielleicht kann dieser Mann mir helfen. Er sagt, okay, Herr, ich mach mal zuerst Abstand zwischen mir und diesem Mann. Dann gehe ich kurz zu dir, in deinem Wort. Sag, Vater, was sagst du von meinem Problem? Hast du was für mich? Ich sage dir was, Gott ist treu. Er wird dir was sagen. Und dann ist hier die Abstand nicht mehr nötig, das ist also ganz weg. Ich brauche diesen Mann oder diese Frau nicht mehr. Gott hat Fähigkeiten, Menschen natürlich dargestellt, sie können uns auch helfen, aber nur so weit. Gott kann uns die ganze Weg leiten. Ganze Weg. Die ganze Weg. Die Psalm sagt auch, wenn es der hohe Rang in der Regierung ist, sag, ja, aber diese Leute, sie sind große Leute, sie sagen viel. Immer zu Vater, das ist, er ist die Leiter von Österreich. Er ist die Präsident von Österreich. Meinst du, dass er mich nicht hebt? Sagt die Wort Gottes. Genauso meine ich im Psalm. Genauso meine ich, Psalm 146. Genauso. Geh mal zu Gott. Er ist unser Erlöser. Jesaja 43. Wenn er sagt, ich allein bin Gott, dann sagt Gott, ich bin deine Helfer. Komm zu mir. Das ist meine Vorrecht, dich zu helfen. Das ist meine Vorrecht. Es gibt nur einen, der Wahrheit sagen kann. 4. Mose 23, 19. Warum sagt die Wort Gottes, komm zu mir? Weil 4. Mose 23, 19 sagt, Gott ist kein Mensch. Gott ist kein Mensch, der lügt. Amen. Er ist nicht wie einer von uns. Ja. Wir können manchmal sagen, wir sind alle von Haus auf Blessing, wir lügen nicht. Was sagen wir dort? Das Wort Gottes sagt, wir sind Menschen. Geh nicht nach Menschen.
Gott ist die Einzige, die nicht lügen kann. Die nicht lügen kann. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechung bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Wir als Mensch sagen gerne, ich werde das tun für dich. Ich versuche mich, das für dich zu tun. Ich verspreche dir, ich versuche mich, und dann komme ich als Mensch zum einen Punkt, sage ich, Herr, jetzt brauche ich dich. Ich kann nicht weiter. Ich will gerne diese Leute helfen, aber ich brauche deine Weisheit. Deswegen sagt der Herr, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ich habe dich befreit, sagt Gott zu uns heute. Ich habe dich bei deinem Namen berufen. Halleluja. Und jetzt kannst du mir sagen, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Jemand hat mir was gesagt. Und ich fühle mich jetzt nicht so wohl, weil ich habe diesem Mann, dieser Frau vertraut, das, was ich gesagt habe. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das war leere Worte. Ich bin enttäuscht. Jemand hat mir angelogen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das passiert. Das passiert. Das ist nicht so einfach. Aber das passiert. Vielleicht sagst du, ich war in einer Gemeinde und ich bin so verletzt, ich gehe nie wieder zurück. Das kann passieren, wenn wir unsere Augen auf die Gemeinde und die Leiter von der Gemeinde haben und nicht auf Gott. Wir sollen unsere Augen nicht auf die Leiterschaft in die Gemeinde stellen oder richten oder fokussieren. Wir sollen unsere Augen auf Gott fokussieren. Amen. Dann werden wir nicht enttäuscht. Vielleicht kannst du das Licht nicht mehr sehen. Vater, das ist Finsternis. Meine Sache ist Finsternis. Ich kann es nicht. Hilf mir, Vater. Vielleicht fühlst du dich durch die Lügen anderer Menschen gebunden ins Gefängnis. Hier will ich was sagen. Danke, Vater. Manchmal sitzen wir im Gefängnis wegen was jemand uns gesagt hat. Jemand hat uns etwas versprochen. Und das hat nicht passiert. Ich bin so verletzt. Und jetzt bin ich so verbittert. Ich kann nicht rausgehen. Ich finde mich in diesem Gefängnis. Und ich sage, Vater, wo bist du dann? Ich rufe, ich schreie, ich bete, aber ich höre nichts. So ist das, glaube ich, manchmal im Gefängnis. Ich rufe, ich schreie, ich bete, aber ich bin in dieser Zelle. Ich kann nicht rausgehen. Gott sagt heute Morgen zu uns, ich bin bei dir. Es ist Zeit, dass du mir vertraust für deine Sache. Und dann sage ich heute, der Jesus von Matthäus 20, Vers 29 bis 34 ist hier heute Morgen. Halleluja, Jesus ist hier. Halleluja, Jesus kann uns befreien. Halleluja, Jesus kann ein Wunder tun in unserem Leben. Amen. Als Jesus mit seinem Jungen Jericho verließ, folgte ihm eine große Menschenmenge. Am Straßenrand saßen zwei Blinde. Ein anderer Teil von dem Wort sagt, es ist ein Blinde. Hier saßen zwei Blinde. Sie hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen laut, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Was machen die Leute, was wir so viel mal machen? Wenn jemand ein bisschen zu laut ist, das ist Gottes Haus hier. Hier müssen wir ein bisschen. Aber wenn ich Not habe, dann darf ich
schreib zu Gott. Wenn ich Not habe, dann darf ich sagen, Jesus, Sohn David, hab Erbarmen mit uns. Die Leute hören die beiden an. Sie sollten still sein, aber sie schreien noch lauter. Halleluja. Wir sollen uns nicht ablenken lassen. Wenn wir Gott suchen, dann sagt Vater, ich suche dich, ich sei zu dir, weil dein Wort sagt, ruf mich an, sagt dein Wort. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns, sagt die zwei blinde Leute. Hier passiert die Wunder, Jesus blieb stehen. Halleluja. Morgen der Herr Jesus. Heute Morgen stehen bleiben. In House of Blessing. Mogen er hier stehen bleiben. Warum? Er sagt, rief die beiden zu sich und fragte sie, was wollt ihr? Wisst ihr was? Wir haben die Vorrecht, heute Morgen für Jesus zu sagen. Zu Jesus zu sagen, Herr, ich wollte was. Ich will was. Ich brauche was. Ich brauche dich, Herr. Was soll ich für euch tun, sagt der Herr Jesus. Heute sagt der Herr Jesus, in deiner Situation, was soll ich für dich tun? Vertrau mir, sagt der Herr. Wir haben gelesen, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt. Gott sagt heute Morgen, vertrau mir. Was kann ich für dich tun? Wir möchten sehen können. Halleluja. Manchmal ist unsere Umstände so viel, wir können durch das alles nicht sehen. Sollen zum Augenarzt gehen? Weil Jesus bei uns still stehen bleiben? Soll ich zum Augenarzt gehen? Auch kann ich heute Morgen, soll ich heute Morgen sagen, Vater, ich will gerne sehen, was deine Wille für mein Leben ist. Das will ich heute Morgen sehen. Ich will nicht hören, was die Augenärzte mir sagen, weil ich kann nicht sehen. Ich will heute Morgen deine Wille. Wer möchte sehen können? Jesus hatte Erbarmen. Wenn du heute Morgen Jesus anrufst, bitte sei doch sicher von einer Sache, Jesus hat Erbarmen mit uns. Er kann es in unser Leben tun. Jesus hatte Erbarmen mit ihnen und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen. Und folgten ihm. Wir brauchen nicht zu warten. Wenn wir zu Jesus kommen, sagt Vater, ja, ich habe ein Problem mit meinen Augen, ich kann nicht sehen. Und das ist, ich meine, das Geistliche. Meine Umstände machen mich blind. Ich kann deine Gnade nicht sehen. Ich kann deine Liebe nicht sehen. Ich kann deine Erbarmung nicht sehen. Ich sehe nur meine Probleme. Ich sehe nur meine Last. Wenn ich so um mich herum schaue, dann sehe ich nur meine Umstände. Das macht mich fertig. Das will mich kaputt machen. Ich will gerne sehen, was Gott für mich tun kann. Und was sagt er? Der sagt, ich habe Erbarmen mit dir. Ich will deine Augen berühren.
Und weißt du was? Du wirst sofort sehen, was Gott für dich hat. Können wir heute Morgen Gottes Liebe für uns sehen? Können wir das spüren heute? Können wir zu unseren Umständen ein bisschen sagen, Umstände? Ich habe einen großen Gott. Ich bin ein großer Gott. Ich bin der, der mich so liebt. Er hat mich seinen Sohn gegeben. Halleluja. Und sein Sohn hat sich entschieden, für mich zu sterben. Am Kreuz, dass ich heute Morgen ewige Leben haben kann. Ist das nicht, was Gott tun, wenn wir im Gefängnis ist? Er befreit uns aus Gefängnis. Dann kann ich mal heute Morgen ein Gebet haben und sage ich, Herr, du öffnest aus uns die Augen, damit wir sehen können. Vergibst du mir, wenn ich Menschen vertraut habe? Nur dein Wort ist die Wahrheit. Nur dein Wort ist die Wahrheit. Ich höre, wie dein Wort in Jesaja 43,5 zu mir spricht. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Wenn Gott ich sagt, dann verändert es unser ganzes Leben. Wenn Gott ich sagt, dann habe ich Hoffnung in etwas größer als das, was ich jetzt habe. Wenn Gott ich sagt, dann gehe ich durch die Feuer, sagt die Wort Gottes. Und ich will lebendig an die andere Kante rausgehen. Durch die Feuer, durch die Wasser. Gott sagt heute Morgen, ich bin bei dir in jeder Situation. Können wir auch heute Morgen am Tisch des Herrn sitzen und sagen, Vater, danke. Danke für deine Versprechung. In Christus Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du deinen Leib gegeben hast, deinen Körper für uns, uns zu heilen, uns ganz zu machen. Ganz. Nicht nur ein Schmerz hier oder ein Schmerz dort, aber die Wort sagt, Geist, Seele und Körper wird Gott heilen. Er will uns ganz machen. Danke für dein Blut, die für uns vergossen ist, so dass wir heute Morgen ewige Leben haben können. Im Namen Jesus.